Zuvor wurde der in den USA inhaftierte Geschäftsmann Reza Zarrab von Mitgliedern der Regierungspartei als wohltätig bezeichnet. Nach seinem Geständnis vor einem New Yorker Gericht wurde sein und das Vermögen seiner Nächsten in der Türkei beschlagnahmt. Gegen seine Mitarbeiter wurde Haftbefehl erlassen. Zarrab soll vor seinem Geständnis erforscht haben, ob er bei einer Abschiebung nach Dubai in dem Emirat leben könnte.